Hey everyone, and welcome back to Lingoni. My name is Jacqueline, and today I want to teach you 25 useful everyday words and phrases. Let's take a closer look. Der Müll. The trash. Der Müll. Very useful to know because we produce it every day. Hast du schon den Müll rausgetragen? Have you already taken out the trash? Hast du schon den Müll rausgetragen? Könntest du bitte den Müll raustragen? Could you please take out the trash? Könntest du bitte den Müll raustragen? Frühstücken. Frühstücken. This is a verb and means to have breakfast. Ich habe noch nicht gefrühstückt. I haven't had breakfast yet. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Hast du schon gefrühstückt? Have you had breakfast yet? Hast du schon gefrühstückt? Putzen und aufräumen. Putzen means that you're using water or some kind of liquid or cleaning agent to clean the floors or the windows, for example. Aufräumen means to clean up and refers to organizing the room that you're in. Ich muss heute die Fenster putzen. I have to clean the windows today. Ich muss heute die Fenster putzen. Hast du dein Zimmer aufgeräumt? Have you cleaned up your room? Hast du dein Zimmer aufgeräumt? Ich habe heute das Badezimmer geputzt. I cleaned the bathroom today. Ich habe heute das Badezimmer geputzt. Aufstehen. To get up. Aufstehen. Ich muss morgen früh aufstehen. I have to get up early tomorrow. Ich muss morgen früh aufstehen. Ich bin heute um 6 Uhr aufgestanden. Ich bin so müde. I got up at 6 a.m. today. I'm so tired. Ich bin heute um 6 Uhr aufgestanden. Ich bin so müde. Wann bist du heute aufgestanden? When did you get up today? Wann bist du heute aufgestanden? Arbeiten. Very important verb. To work. Arbeiten. Musst du heute arbeiten? Do you have to work today? Musst du heute arbeiten? Ich muss morgen arbeiten. I have to work tomorrow. Ich muss morgen arbeiten. We talk a lot about transport in our everyday life in Germany. Are we gonna take the car? Or the bus? Or the train? There are many options here. Ich fahre mit der U-Bahn. I'm taking the subway. Ich fahre mit der U-Bahn. Er fährt mit dem Taxi.
He's taking the taxi. Er fährt mit dem Taxi. Wir fahren mit dem Auto. We're going by car. Wir fahren mit dem Auto. Er fährt mit der Bahn. He's taking the train. Er fährt mit der Bahn. Ich fahre mit dem Zug. I'm taking the train. Ich fahre mit dem Zug. Literally, we are saying, I'm driving with the train. Einkaufen means to go shopping or to buy groceries. Wir müssen unbedingt einkaufen. Es ist nichts mehr im Kühlschrank. We definitely need to buy groceries. There's nothing left in the fridge. Wir müssen unbedingt einkaufen. Es ist nichts mehr im Kühlschrank. Das Bett machen. To make the bed. Das Bett machen. Hast du schon dein Bett gemacht? Have you already made your bed? Hast du schon dein Bett gemacht? Ich muss noch das Bett machen. I still have to make the bed. Ich muss noch das Bett machen. Der Installateur. The plumber. Der Installateur. Wir müssen einen Installateur rufen. Die Waschmaschine ist kaputt. We have to call a plumber. The washing machine is broken. Wir müssen einen Installateur rufen. Die Waschmaschine ist kaputt. Mit dem Hund spazieren gehen. To walk the dog. Mit dem Hund spazieren gehen. Du musst noch mit dem Hund spazieren gehen. You still have to walk the dog. Du musst noch mit dem Hund spazieren gehen. You could also ask, warst du schon mit dem Hund draußen? Have you been outside with the dog yet? Warst du schon mit dem Hund draußen? Der Akku. The rechargeable battery. Der Akku. This refers to your cell phone or your laptop, for example. Mein Akku ist leer und ich kann mein Ladekabel nicht finden. My battery is empty and I can't find my charging cable. Mein Akku ist leer und ich kann mein Ladekabel nicht finden. By the way, did you know that you can now learn 3 languages at Lingoni? German, French, and English. Head over to lingoni.com to find out more. Jemanden abholen. To pick someone up. Jemanden abholen. Könntest du mich morgen von der Arbeit abholen? Could you pick me up from work tomorrow? Könntest du mich morgen von der Arbeit abholen? Er hat uns vom Flughafen abgeholt. He picked us up from the airport. Er hat uns vom Flughafen abgeholt. Kannst du mir einen Gefallen tun? Could you do me a favor? Kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du mir einen Gefallen tun und mir helfen, den Tisch nach oben zu tragen? Can you do me a favor and help me carry the table upstairs? Kannst du mir einen Gefallen tun
und mir helfen, den Tisch nach oben zu tragen? Telefonieren. Telefonieren. If someone calls you and asks you, könnte ich bitte mit Herrn Schmidt sprechen? Could I please speak with Mr. Schmidt? Könnte ich bitte mit Herrn Schmidt sprechen? Then you could say, natürlich, einen Moment bitte. Of course, one moment please. Natürlich, einen Moment bitte. Essen gehen means to eat out. Essen gehen. Hast du Lust, was essen zu gehen? Do you feel like going out to eat? Hast du Lust, was essen zu gehen? Was is short for etwas and is colloquial? Hast du Lust, was trinken zu gehen? Do you feel like going for a drink? Hast du Lust, was trinken zu gehen? Sollen wir heute Abend etwas essen gehen? Should we go out to eat tonight? Sollen wir heute Abend etwas essen gehen? When you're in a restaurant, you should use the phrase, ich hätte gerne, I would like to have, ich hätte gerne. For example, ich hätte gerne die Lasagne. I'd like to have the lasagne. Ich hätte gerne die Lasagne. You can also say, ich nehme, which literally means, I'm taking. Ich nehme den gemischten Salat. I'll have the mixed salad. Ich nehme den gemischten Salat. You can also just say, für mich eine Cola bitte. A Coke for me, please. Für mich eine Cola bitte. If you want to ask for the bill in a restaurant, you say, die Rechnung bitte. The bill, please. Die Rechnung bitte. Or you can say, zahlen bitte. Pay, please. Zahlen bitte. You cannot use your debit or credit card in every store in Germany. So sometimes it makes sense to ask if you can use it. So you would say, kann ich mit Kreditkarte zahlen? Can I pay with my credit card? Kann ich mit Kreditkarte zahlen? To thank someone in German, you could say, tausend Dank für deine Hilfe. Thanks a million for your help. Tausend Dank für deine Hilfe. Vielen Dank für das Geschenk. Thank you very much for the present. Vielen Dank für das Geschenk. Danke, dass du an mich gedacht hast. Thank you for thinking of me. Danke, dass du an mich gedacht hast. Rechnungen bezahlen. To pay bills. Rechnungen bezahlen. Hast du schon die Rechnungen bezahlt? Have you paid the bills yet? Hast du schon die Rechnungen bezahlt? Was machst du heute Abend? What are you doing tonight? Was machst du heute Abend? Was machst du am Wochenende? What are you doing this weekend? Was machst du am Wochenende? Was hast du am Wochenende gemacht?
What did you do this weekend? Was hast du am Wochenende gemacht? Brauchen Sie Hilfe? Do you need help? Brauchen Sie Hilfe? Or you can ask, soll ich Ihnen helfen? Should I help you? Soll ich Ihnen helfen? Schaffen Sie das alleine? Can you handle that on your own? Schaffen Sie das alleine? Sich etwas überlegen means to think about something. Sich etwas überlegen. Sollen wir das Wohnzimmer streichen? Should we paint the living room? Sollen wir das Wohnzimmer streichen? Ich weiß es nicht. Ich muss mir das erst überlegen. I don't know. I have to think about it first. Ich weiß es nicht. Ich muss mir das erst überlegen. Wohin fahrt ihr in Urlaub? Where are you guys going on vacation? Wohin fahrt ihr in Urlaub? Das ist eine gute Frage. Das müssen wir uns noch überlegen. That's a good question. We still have to think about it. Das ist eine gute Frage. Das müssen wir uns noch überlegen. Was machst du beruflich? What do you do professionally? Was machst du beruflich? Ich bin Softwareentwicklerin. I am a software developer. Ich bin Softwareentwicklerin. Or you can say, ich arbeite als Softwareentwicklerin. I work as a software developer. Ich arbeite als Softwareentwicklerin. Jemandem etwas sagen means to say something to someone. It's also used a lot. Was hat er dir gesagt? What did he tell you? Or, what did he say to you? Was hat er dir gesagt? Er hat mir das Gegenteil gesagt. He told me the opposite. Er hat mir das Gegenteil gesagt. Er hat mir gar nichts gesagt. He didn't tell me anything. Er hat mir gar nichts gesagt. Sie hat mir alles gesagt. She told me everything. Sie hat mir alles gesagt. Well, that's it. Thanks for joining me today. If you want more practice, go to lingoni.com where you can find exclusive videos, PDF worksheets, podcasts, interactive exercises, and a pronunciation tool. See you there. Bye!